Ich laufe jetzt gerade über den Bahnsteig. Der Zombie dicht hinter mir. Und ich bin jetzt da, wo du letztens gespawnt bist. Und in der Stadt fängt es an zu ruckeln. Wir sind dicht von... Also ihr könnt ja währenddessen die Map mit aufmachen. Ja, sehr cool. Also, ich weiß, hab jetzt auf jeden Fall... Jetzt will ich nur noch wissen, wo ich... Also 1 Kilometer in diese Richtung. Gefühlt bin ich da, wo du... Ich glaube, ich habe ihn abgehauen. Glaube ich. Kannst jetzt mal aufhören zu regnen. Ich gehe ins Hotel oder so, wäre es unklug. Ins Hotel, in so ein Blockhaus oder so ein... Oder was? Kann man durchs Fenster steigen? Nö. Was ist das für ein Scheiß? Martin, ich merke das Spiel nicht, man kann nicht steigen. Aber ein Hotel müsste ja eigentlich total viel Zombies sein. Oder nicht? Theoretisch schon, ja. Aber es ist leer. Da muss man sich echt fragen, was hat das Hotel falsch gemacht? Tja, war wohl nicht wirtschaftlich genug. Ich hab Munition. Nee, ich hab Antibiotika gefunden. Alter Hammer. Matti ist erstmal so ein schöner Pillenjunkie, der sich jetzt voll dröhnt. So, Alter. Oh. Medizin kann ich nicht rein. Ich hab einen Sack gefunden. Da kann ich dir länger auf den Sack gehen. Haha. Hunter Pants. Ich hör was. Also was ich schon mal gefunden habe, ist alles ziemlich gut. What you gonna do? Ich brauch bestimmt noch hier ein Oberteil, sag ich mal. Ich hab thirsty, also durstig ist gelb. Ich sollte noch nichts trinken, oder? Ich habe einen Rucksack gefunden, aber wofür ist ein Rucksack? Um mehr Sachen im Inventar tragen zu können. Aber ein Ballesack, Burlap-Sack. Ach so, ein Sack. Den, na, geh auf. Braucht man nicht, oder was? Na, da kannst du, ich glaube, da kannst du Lebensmittel besser verstauen oder sowas. Aber der hat irgendwie keine Inventory Points aufgemacht. Nichts Inventarmäßiges aufgedingst, weißt du? Hm. Also der versperrt mir nur das Inventar, also der macht keine neuen Möglichkeiten. Ich glaube, ich muss mich mal von ein paar Sachen trennen hier. Ich schmeiß jetzt mal ein bisschen was raus. Ein Buch, ich will lesen. Munition! So, die komische Payday-Dings kommt jetzt hier weg. Der Hut. Nein! Brille. Naja, wir werden uns ja eh nicht so schnell treffen, also von daher. I'm completely soaking. Oh, scheiße. Der nächste sagt, hallo, hier sind nur Säcke. Ich weiß, dass das Hotel scheiße ist, aber dass hier nur Säcke rumlaufen, also ganz ehrlich, bin ein bisschen enttäuscht. Das kann auch weg. Munition, das kann ich mir noch aufbewahren. The Call of Cthulhu. Das ist Hammer. Ein Buch von, hier, wie heißt der Schriftsteller? H.P. Lovecraft. Wann sagt er mir denn, dass ich nicht mehr soaked bin? You are feeling hungry. Mach mich mal nackt hier. Wir wissen, wann er mir sagt, dass ich... bin scheiße. Trotzdem, im Hotel ist nichts. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Was ist, wenn ich mir den Campingkocher anmache, den ich dabei habe, und vielleicht kann ich mich daran ja wärmen. Du hast einen Campingkocher. Gefunden, turn on. Er lenkt mich. Passiert jetzt was? Ich hoffe doch mal nicht. Ich gönn's dir nicht. Oder brauche ich dafür Gas? Keine Ahnung. Ich laufe mal die Straße rüber. Sieht aus wie so ein Haus aus der Renaissance. Irgendwie so ein altes Polizeigebäude, finde ich. Gefängnis. Oh, das wäre ja schon mal lustig. Ich muss bestimmt irgendwie an ein Feuer ran oder so. Oh, ich hab Hut. Er ist durstig, dann trinke ich doch mal was. Ich habe keine Jacke oder sowas gefunden. Das ist scheiße. Wie machst du Türen auf oder Türen zu? Mit F. 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 Das ist auch schön. Meine Schuhe habe ich noch. Wo sind meine Schuhe? Ich habe eine Banane. Meine Schuhe sind weg. Rotten. Oh, scheiße.
Noch mal gucken. Alter. Ach ja, hier liegen meine Sachen. Das sind meine Schuhe. Can you speak a little bit louder? Ich? Bin ich leise? Nein, nein, der andere Typ. Achso. Der versucht mit mir irgendwie hier in der Stadt zu kommunizieren. Da ist gerade jemand und der sagt dann nicht Hello, Hello und irgendwas noch, aber das verstehe ich nicht, weil er so ganz leise vor sich in der schellt. Den kann man einfach nicht verstehen. Oh, hier habe ich weitere Ortsschilder. Oh, ich trinke jetzt erstmal mein jetziges Trinken und dann... Habe ich hier wieder Munition? Ah, nee. Bacon! Also Bacon! Und wie immer eins ist, wie kann man das trinken? Inspect. Ich habe eine Karte. So, die sind sowieso weg. Das Delicious Canned Bacon last over 10 years. Den kann man doch noch essen. Bayonet? Kann ich das als Waffe benutzen? Ich kann das nicht essen. Oh ja, Bajonett ist doch bestimmt, so wenn ich jemanden piekse. Eine Bajonett ist doch bestimmt eine Waffe, oder nicht? So, jetzt kann ich euch auch zeigen, wo wir nicht sind. Oh, ich lecke grad. Aber Matti, ich habe eine Pepsi. Drink. Eine Pepsi, die heißt Pepsi. Tschernogorsk, das ist schon mal die Hauptstadt oder die größte Stadt. Aber wir sind weiter hier hinten, also ist meine Karte schon mal nicht... Achso, jetzt gehe ich wieder in die Karte rein, wollte ich gar nicht. So. Waffe weglegen. Okay, jetzt hat er es weggeschmissen. Aber ich bin immer noch durstig. Ich hab doch gerade was getrunken, Alter. Ich bin auch noch durstig, ich hab auch was getrunken. Verstehe ich nicht. You have drug. Oh, ich hab... Oh, schön. Trockene Kleidung. Vielleicht ist er mega durstig. Der soll sich immer nichts anstellen. Alter, hier sind noch Schuhe, aber das ist nur... Wenn du mir jetzt sagen könntest, wo du bist, dann könnte ich ja schon mal mich in deine Richtung aufmachen. Ich bin irgendwie in einer großen Stadt oder sowas, aber ich habe nicht aufs Ortsschild geachtet, weil ich wurde gerade vom Zombie verfolgt. Schau mal nach dem Ortsschild. Ah, da ist hier eine... Ich suche erstmal, dass ich irgendwas zu trinken und zu essen habe und danach kann ich nach dem Ortsschild gucken. Okay? Jo. Ich will überleben. Diesmal habe ich... Oh, scheiße, ich brauche was Trockenes zu anziehen. Der kältet sich noch. Kann hier auf so einer Brücke... Ah! Zombies hinter irgendeiner Tür. Wow. Ich hab Paranoia. Oh, wow. Dass die mich nicht gesehen hat. Wer? Wenn hier so... Oh, hier fängt gerade alles an zu eskalieren. Ich hab gerade Schussgeräusch gehört. Ich finde nur Hüte. Was ist das für ein Scheiß? Nein. Nein. Steh auf. Ich frag mich jetzt, in welche Richtung gehe ich denn? Will ich noch in das Haus hier? Los. Geh rüber. Ich hab ein Radio. I need a drink. Schon wieder? Eine Tasche. Ich hab eine Tasche. Ja. Ja. Ich hab eine Tasche. Ich zweifle gerade an mir selbst. Ich glaube, ich war hier schon. Kommt die jetzt? Kommt die Dumme? Ich glaube, die ist Nein, so blöd, ich habe eine Tasche, aber Doch, ich kann sie. Oh, ich bin doch doof. So. Ich habe eine Tasche, da habe ich erstmal jetzt Staubplatz für 12. Okay, gut, ich darf mich dabei. Oh, danke. Ich habe mich gerade hier durchgeschubst. So. Das ist so Hammer. Ich habe eine Tasche mit 12 Gegenständen gefunden. Einmal kannst du dich mitnehmen. Okay. Hörst du mich immer noch gut? Ja. Okay. Ich höre dich gut. Aha, da gehe ich jetzt hin. Aber ich finde es so Hammer, mit einem Richtmikrofon aufzunehmen. Das ist so Hammer. Das ist ein bisschen komfortabler, ne? Ja, ist echt komfortabler. Vor allem, wie ich jetzt hier gerade sitze. Oh, der Traum. Naja, ist jetzt kein Großmembraner, aber Richtmikrofon haben wir eigentlich auch nur gekauft, um zu filmen. Falls es Dass ich auch noch keinen Spieler getroffen habe, aber jetzt, wo ich am Strand bin, ich glaube... Am Strand? Ich glaube, man geht eigentlich eher lieber ins Landesinnere als zum Strand. Ja. Weil da, glaube ich, gerade in so einer verlassenen Wohngemeinschaft.
F sagt es zu Türen öffnen. F ist Türen öffnen, genau. Da kommt ja dieses Symbol, wenn du vor der Tür dein Körper sozusagen hinbewegst. Black Spray Paint. Ich hab Spray. Und ich hab eine Taschenuhr. Ja, jetzt kannst du mir sagen, welche Zeit es auf dem Server ist. Nee, ein Kompass. Oder ein Kompass. Die wird mich ganz bestimmt nicht mehr verfolgen. Ich guck jetzt nochmal. Ach ja, hier. Das ist, glaube ich, sogar eine ziemlich groß. Na gut, geht eigentlich. Und seit The Last of Us wissen wir ja auch, dass kleine Bücher oder kleine Heftchen. So. Warte. Sei mal ganz leise, Matti. Nee, doch kein Zombie. Ich dachte, ich hätte einen Zombie gehört. Wow. Das will ich jetzt mal testen. Ich bewege mich hier ziemlich schnell. Und also was ist ein Snap-Loader? Was für ein Loader? Snap-Loader. Weiß ich nicht. Ach so, das ist Munition nochmal. Okay. Ach so, ja. Gut. Jetzt habe ich 21 normalen Schuss und einmal halt so ein bisschen. Ja. Ich muss meine Kleidung dringend wechseln. Meine Hose und meine. Ah, endlich hört's auf zu regnen. So, und dann kann ich ja jetzt. Gehe ich in das Lagerhaus rein? Macht das Sinn? Ich habe einen Ring gefunden. Wenn ich jetzt mich knie. Ich habe noch was zu trinken gefunden. Aber ich finde nichts zu essen. Ich höre gerade ein komisches Geräusch. Das macht mir Sorgen. Ich glaube, ich gehe da gleich mal auf diesen kleinen Turm da rauf. Dann kann ich mal gucken, wo ich hier bin. Mache ich das jetzt doch? Da gehe ich jetzt mal lang. Ich habe jetzt einfach alles mitgenommen, was ich habe. So, was ich gefunden habe. Aber ich glaube, ich werde jetzt gleich wieder einiges raussortieren. So. Gibt es hier auch irgendwelche Lager oder so, die von Menschen errichtet wurden und die dann halt auch wieder zerstört wurden von Zombies oder sowas in der Art? Nicht, dass ich wüsste. So, hier ist ein Bahnhof. Ja! Was hast du geschafft oder gemacht? Ich habe ein schwarzes Shirt. Oh, endlich. Jetzt brauche ich echt nur noch eine Hose. Da habe ich getrocknete Kleidung. Der Zombie ist weg. Nein! Tot? Da ist der Zombie. Ich bin vom Gebäude geflogen. Ich bin zu weit nach links gegangen. Aber so wie es aussieht, hat er das hier gar nicht mitgekriegt. Kann ich hier rein? Geh zu. Reicht das noch? Bestimmt kommt er durch. Ach, ja. Das ist eine Karte, das ist eine Map. Ach so, ups. Spray, nimmt ganz schnell Klebeband. Bringt, glaube ich, noch nichts. So. Folgt er mir noch? Ich geh mal schnell rüber. Gucken, ist hier noch irgendwo jemand? Kann man die Taschenlampe irgendwie ausrüsten oder so? Ja, schon. Ja, hab ich. Ein Sack. Na, kommt. Muss ich weiter. Okay, ich habe die Karte, Matti. Ja, das bringt dir aber leider noch nichts. Du musst wissen, wo du bist auf der Karte. Ach so. Und, also du musst jetzt sagen, welcher Ort du bist, oder? Ach, man hat einfach nur eine Karte. Okay. Noch eine. Du musst dich da schon orientieren. Okay, ich hole mir noch eine Hose und ich habe Apfel. Ja. Oh. Schau mal, ob da Rotten oder so vorsteht. Apple. Einfach Apple. Da stand Apple drauf, oh. Da stand Eat. Oh.
Bei Sachen würde ich nämlich immer aufpassen, die können schnell mal verdorben sein. Kommt da einer? Oh, da kommt die. Kommt so eine blöde.